Hallo, hallo, Freunde der Sonne, wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich die liebe Cornelia bei mir und ich bin so, so happy, dass sie bei uns ist, weil heute geht es um das wirklich, wirklich spannende und wichtige Thema Konfliktmanagement in interkulturellen Teams, ja. Und die liebe Cornelia weiß alles drüber und vieles mehr. Aber gleich vorweg, liebe Cornelia, bitte stell dich der Community kurz einmal vor. Erzähl deine Personal Story, wie du denn eigentlich dazu gekommen bist, wo du heute bist. Und dann gehen wir deep dive hinein in dein Thema. Ach, super. Ja, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass ich hier sein kann bei dir, Emily. Auf deiner Bühne finde ich total toll. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, dass ich heute bei dir bin? Ich bin von Hause aus eigentlich Betriebswirtin oder habe klassisch BWL studiert und war dann in einem Softwareunternehmen und habe das begleitet, so vom Start-up bis zur Internationalisierung in der Rolle der kaufmännischen Leitung und war eh in einem persönlich-beruflichen auch Umbruch und habe gedacht, ich möchte noch mal was anderes machen, aber war noch nicht so ganz klar und hatte überlegt, ob ich Richtung Startups was mache. Daher komme ich auch, war auch im Bereich Mergers und Acquisitions aktiv, aber wollte auch irgendwie den Finanzbereich oder das Finanzthema hinter mir lassen. Und dann war ich in einem privaten Konflikt und wir haben es nicht gut gelöst bekommen oder es nicht selber hingekriegt, im Kreis gedreht. Es ist in den immer gleichen Diskussionen geendet, aber ohne Ergebnisse. Und irgendwann macht es sehr, sehr mürbe. Und dann hat uns jemand eine Mediation empfohlen. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist mir jetzt völlig egal, wie es heißt. Hauptsache, ich habe Ruhe, ja, dass wir es hinkriegen. Und hatte keine große Vorstellung von Mediation. Und dann haben wir das gemacht. Und das hat mich dann total begeistert, so sehr, dass ich gedacht habe, genau das möchte ich auch machen, aber nicht im privaten Umfeld, sondern im Bereich Management und Teams. Da komme ich her, da fühle ich mich wohl und habe eben auch gesehen, welchen Impact oder eher auch vielleicht Output das hat. Und natürlich habe ich es ja auch am eigenen Leib erfahren, wie es ist, so durch diesen Konflikt durchzugehen mit allen Höhen und Tiefen und dann nachher auch zu fühlen und zu erleben, was kommt hinten Gutes raus und dass es gar nicht so schwer ist. Genau, heute sitze ich hier, ich bin jetzt Berufsmediatorin, habe eine Ausbildung gemacht. Das war jetzt der Erfolg des glücklichen Zufalls, der Mediator, das war ein Ehepaar und auch Begründer der integrierten Mediation. Und mit dem habe ich in seinen Raucherpausen darüber gesprochen, dass ich das ganz spannend finde. Und dann hat er gesagt, ja, wir bilden auch aus. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Das war dann so ein glücklicher Zufall und da habe ich die Chance ergriffen und bin heute hier als Berufsmediatorin. Genau, das war mein Weg und ja, und dann darf ich jetzt hier auf in deinen ja, LinkedIn Live kommen und da mein Herzensthema ja, bekannter machen oder näher bringen vielleicht so, genau. Ja, richtig gut. Erstmal danke für den Überblick, ja, damit man da ein bisschen ein besseres Verständnis bekommt. Und gerade von deinem Beruf habe ich den größten Respekt überhaupt, ja, weil Mediation, wenn sich mindestens zwei streiten und man steht da dazwischen und versucht, das wieder in Ordnung zu bringen, ist echt eine krasse Challenge, ja, zumindest aus meiner Brille und aus meiner Perspektive. Deswegen krass, dass du das machst und kannst, ja, und dann wirklich Positives schaffst, weil ja, wenn zwei Schulköpfe zusammenkommen, kann es mehr als sehr schwierig werden, ja. Aber gehen wir mal rein eben in unser Hauptthema, ja, Konfliktmanagement in interkulturellen Teams, ja. Fangen wir mal mit dem ersten Passwort an, eben Konfliktmanagement. Was ist denn eigentlich Konfliktmanagement und was ist es vielleicht nicht? Ja. Also Konfliktmanagement ist ja auch so ein sehr breiter Begriff, wird auch viel genutzt. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich versteht jeder was anderes darunter. Mein Verständnis von Konfliktmanagement ist natürlich, ja, Konflikte zwischen Menschen produktiv, effizient und klar zu lösen. Ja, das ist nicht sonderlich griffig jetzt natürlich, aber einfach. Wenn jetzt Unternehmen sagen, das kommt ja auch in meiner Wahrnehmung, kommt es jetzt mehr. Ja, wir möchten auch Konfliktmanagement jetzt machen, ist ein wichtiges Thema. Wird das jeder anders verstehen und anders rangehen? Aber für mich ist erstmal natürlich zu sagen,
das ist schon der erste große Schritt. Wir gestehen uns Konflikte ein. Ja, und ich erlebe es auch, dass Konflikte, bitte, nicht, wir haben keine, bei uns ist alles, alles fein. Und das ist so eine gewünschte Positivität, die ja nicht da ist. Nur weil ich den Konflikt leugne, ist er ja nicht weg. Und sich dem Thema einmal anzunehmen, ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und dann für sich, passend zum Unternehmen, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so Schema F, aber passend zum Unternehmen, passend auch zur Unternehmenskultur, zu sagen, wie wollen wir damit umgehen, wer beschäftigt sich damit, wer hat den Background oder baut ihn entsprechend auf, um sowas auch nachhaltig zu begleiten. Genau. Das, ja, also so würde ich jetzt Konfliktmanagement verstehen. Ja, großartig und auch natürlich wahnsinnig mehrwertstiftend und wichtig, weil dort, wo Menschen sind, können Konflikte eben entstehen. Ja, ich glaube, das kennt jeder im privaten und beruflichen und deswegen echt Wahnsinn, ja, großartig. Da möchte ich dann gleich zum nächsten Thema eingehen, interkulturelle Teams, ja, wie vielschichtig ist das, wie kann man sich das vorstellen und dann eben, dass wir das in Kombination einfach besprechen für die Zuschauer und Zuhörer, ja. Ja, interkulturelle Teams heißt ja, dass, also so verstehe ich es eben, dass man sagt, ich habe Menschen, die kommen aus unterschiedlichen Gruppen, weil Kultur, was ist eine Kultur, ist was Komplexes, Ganzes. Es ist ja nicht zwingend die Nation oder sowas, ja, dass das nicht so vermischt wird. Ich kann in einer Stadt diverse Kulturen haben, je nachdem, in welchem Stadtteil ich lebe. Nehmen wir jetzt mal Deutschland, je nachdem, aus welchem Bundesland ich komme, bin ich auch anders geprägt. Aber für mich prägt sich oder stellt sich die Kultur erstmal sichtbar dar durch Sprache, Rituale, Kleidung, Musik, Feierlichkeiten. Ja, das ist so eine, wo wir sagen, das ist eine Kultur, wie macht man es in der Natur? Essen, auch wichtig, gehört sicherlich auch dazu. Und das ist auch das, wie ich eine Kultur sichtbar habe. Und das Nicht-Sichtbare für mich in der Kultur ist Annahmen, Werte, Normen, ja, und das ist eben nicht so offensichtlich und das wissen wir vielleicht auch, wenn wir ins Ausland reisen und dann gibt's ein paar Do's and Don'ts, ja, was man eben machen sollte und nicht machen sollte, sich da vielleicht gerade bei Auslandsreisen, wenn man jetzt auf Geschäftsreise ist, sich so ein bisschen die Geflogenheiten anzulesen, um nicht direkt wie der Elefant im Porzellanladen aufzutreten, weil es ist nicht, ich komme ja nicht irgendwo an und sage, ja klar, ich komme aus Deutschland, wir geben uns die Hand. Ja, das und dann würde es vielleicht in anderen Kulturen die Menschen verschrecken. Das ist nicht cool. Ja, das stimmt. Ja, da sagst du was Entscheidendes. Ja, in erster Linie, wenn man an interkulturelle Teams von denen spricht oder denkt, ja, würde ich jetzt einmal behaupten, dass die ersten tatsächlich an diese Länderunterschiede denken. Aber es gibt ja auch interkulturelle Teams, wie soll ich sagen, im klassischen Sinn, die man vielleicht nicht im Schirm hat, und zwar im Kontext Abteilungen. Ja, Marketing und Sales zum Beispiel, ja, weil das ist ja mein Zuhause. Ich war ja über 9 Jahre entweder im Marketing oder im Sales und ich wollte immer beides machen, ja. War nicht möglich, weil Vertrag und so, ja. Und egal in welcher Firma ich war, ungelogen, ob es jetzt ein Startup war, ob es jetzt ein Konzern war, ob es jetzt ein KMU war, immer gab es diese Silos. Immer, ja. Und das hat dann immer zu Konflikten geführt und ich als habe das nie verstanden, warum sie sich so hassen, ja, so auf die Art hassen, ja, weil eigentlich gehören wir zusammen, um für das Unternehmen das Maximum rauszuholen, zu erwirtschaften, aber irgendwie in keiner Firma hat es irgendwie richtig geklappt, ja, und da ist dann meine Frage, wenn wir gehen zum Thema Konfliktmanagement in interkulturellen Teams, jetzt einmal auf dieser Ebene gedacht, Abteilungsebene, wie würdest du das machen, um dann miteinander zu vermitteln, damit die zum Beispiel besser zusammenarbeiten, ja, weil für mich war das immer nur ein Fragezeichen und ich habe mit niemandem gestritten, weil ich das absurd gefunden habe, aber ist echt vorgekommen, ja. Ja. Ja, und ich finde das total spannend, tolles Beispiel, weil das leider sehr üblich ist, gerade Silos, ne? Und ich finde das gerade, also ich finde es für Unternehmen, dieses Silo-Denken oder Handeln oder diese Silo-Strukturen, die sich dann entwickeln, nimmt aus meiner Sicht dem Unternehmen so viel Synergieeffekte. Das eine, das heißt ein riesen Wachstumseffekt, den man versplempert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich noch Reibungsverlust. Das heißt, es ist noch eine Stufe tiefer.
Und anstatt dass man jetzt gerade Marketing und Sales, das ist, ich komme jetzt über 20 Jahre aus dem Prozessmanagement, das ist für mich ein Prozess. Ja, ich kriege den Lead aus dem Marketing und der Sales nimmt ihn auf, weil die in der Regel holen sie sich ja jetzt nicht unbedingt selber die Leads, vielleicht wenn man eine Messe macht, aber das greift Hand in Hand. Und gerade heute, wir sind ja im Content-Marketing, das machen ja Unternehmen auch. Oder im Inbound-Marketing, dass die Unternehmen nicht mehr so klingeln, anrufen, E-Mail-Marketing, sondern sogar vielleicht idealerweise so tolle Produkte verkaufen, dass die Kunden sagen, wow, ihr habt ein tolles Produkt. Oder das Marketing gibt so viel raus, dass der Kunde darüber darauf aufmerksam wird. Und dann wird es ja auch viel leichter, weil ich glaube, Antelefonieren, Kaltakquise gibt es auch noch, aber ich würde mal sagen, das war vielleicht auch noch mal eine andere Zeit. Ja, das ist wirklich mein täglich Brot, diese Silos nicht aufzubrechen oder aufzulösen, sondern durchlässig zu machen, will ich mal so sagen. Ich erlebe das viel eben durch Schnittstellen. Das sind natürlich einmal die Abteilungen, aber ich kann das genauso in Teams haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Software-Teams, ich komme aus der Softwarebranche, die bauen unterschiedliche Features oder unterschiedliche Module, die zwar auch irgendwie wieder zusammenarbeiten, aber die einen arbeiten vielleicht sehr, sehr innovativ, weil sie die neuen Sachen machen und die anderen machen die Weiterentwicklung der Standardsoftware. Ja, sind wir jetzt die Tollsten? Also wir sind jetzt die Coolsten, weil wir das Innovative machen. Das könnte zum Beispiel ein Wertethema sein. Ja, so in meiner Welt der Mediation ist es so, gerade in Unternehmen, es gibt für mich fünf Konfliktdimension. Ich rede jetzt nicht von Konfliktarten, hört man oft auch, aber ich gehe eher über die Dimension und so die oberste Dimension, die man dem Kopf zuordnet, ist der Sachkonflikt. Wir beiden diskutieren jetzt, ich bin Personaler und du Mitarbeitende und wir diskutieren gerade über einen Satz in deinem Arbeitsvertrag. Das würde sich vielleicht durch eine Moderation oder so auch schnell lösen lassen. So, das wäre jetzt ein Sachthema. Und das zweite ist eben die Beziehungsebene, die ordnen wir dem Herz zu. Ja? Und dann haben wir eine Störung auf der Beziehungsebene. Und weil wir, keine Ahnung, du kriegst immer die besseren Projekte. Und das nervt mich. Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Also muss ich erst mal sagen, eigentlich wäre ich ja viel besser geeignet gewesen. Und warum die jetzt, weiß ich auch nicht. Die hat wahrscheinlich irgendwie einen Stein im Brett. Ja, dass mich das jetzt, vielleicht bin ich da neidisch und das belastet unsere Beziehung. Ne? Nur ein Beispiel. Und die dritte Ebene ist auch die Bauch- und Prägungsebene. Das ist eben ein Wertekonflikt, der schwieriger auch sicherlich zu erkennen ist und auch schwieriger aufzulösen. Also das war jetzt so von der Komplexität. Das sind so auf Basis der Individuen, also auf Basis der Menschen. Und dann gibt es auch in Unternehmen noch auf Gruppen bezogen. Einmal Systemkonflikte, die korrespondieren wieder mit dem Wertekonflikt. Und das ist, ich habe vielleicht einen Wertekonflikt im System. Ja, das Unternehmen hat einen Wertekonflikt. Zum Beispiel ist das Unternehmen jetzt ein Trainingsanbieter, eine Trainingsakademie? Und das ist so, stellen wir uns auf. Bildung ist wichtig für die Mitarbeitenden, Investitionen, aber intern meine Mitarbeitenden kriegen keine Fortbildung. Ja, da ist es sehr zäh. Also spinne ich ja Boah, in, das ja. wäre hart, visionarisch. Ja, okay. Ja, oder ich sage, wir sind total innovativ. Bei mir, jetzt übertrieben, arbeiten sie noch mit dem C64. Also dass ich da systemisch auch einen Wertekonflikt habe, ja. Also ich habe, das passt nicht. Ich habe dann systemisches Thema schwierig zu erkennen, gerade wenn man selber im System Teil des Systems ist, ne? Oder auf der politischen Ebene. Ich habe etwas, wofür meine Partei steht, aber ich kann das gerade nicht umsetzen, weil was anderes gefordert ist. Ich bin für viel mehr in Klimawandel, also Klimaschutz zu investieren, aber es geht gerade nicht, weil andere Themen anstehen. Und dann sage ich auch, ich kann da nicht mehr hinterstehen. Da kann auch so Themen dahinter stehen wie die Systemgesetze, wenn die nicht eingehalten werden. Das erste ist zum Beispiel Zugehörigkeit zum System. Fühle ich mich dem Unternehmen zugehörig? Oder sage ich, so ein Scheißladen eigentlich ist, ne? Aber ich arbeite da jetzt, aber ich fühle die Zugehörigkeit nicht. Oder Anerkennung und Wertschätzung empfinde ich nicht.
oder auch ein drittes Thema ist wichtig, habe ich auf beiden Seiten natürlich immer das Gefühl von geben und nehmen. Habe ich das Gefühl, ich gebe nur rein, es werden immer Stunden und Überstunden und mehr Arbeit verlangt, frage ich nach Ausgleich oder Bezahlung, nee, ist inklusive. Oder der Arbeitgeber investiert viel in Ausbildung und ich, von mir kommt aber nichts. Dann würde auch auf der anderen Seite das Geben und Nehmen nicht mehr im Gleichgewicht sein. Und die fünfte Dimension ist eben Strukturkonflikt. Und da reden wir über, die Rollen sind uneindeutig. Die Leute wissen gar nicht, die Mitarbeitenden, ja, mach ich das jetzt oder machst du das? Ja, ich weiß auch nicht, entweder macht's keiner oder alle machen das Gleiche, aber du machst es ganz anders als ich, weil die Prozesse total unsauber sind, die Verantwortlichkeiten sind nicht eindeutig. Und das ist auch etwas, was relativ oft vorkommt. Ja, müssten wir mal, stimmt, so eine Stellenbeschreibung müssten wir mal machen. Das heißt nicht, dass man ein Unternehmen überakademisieren muss, gerade wenn es ein kleineres Unternehmen ist, aber eine gewisse Klarheit muss gegeben sein. Und all diese Konfliktdimensionen, diese fünf, finde ich aber in der Regel zwischen den Menschen wieder. Das heißt, ich habe einen Konflikt vielleicht zwischen zwei oder mehreren Personen und sage, ja, die beiden haben immer Stress miteinander. Ist halt so, ja, wir haben schon mit denen gesprochen, aber irgendwie klappt das nicht. Aber wenn man mal so rauszoomt und auf die Metaebene guckt und mehr so von außen aus drauf guckt, und dann kann man das dann erkennen. Oder dass ich arbeite mit einem ganz einfachen Fragebogen. Das sind ganz einfache Fragen, aber die zeigen sowas dann. Ist aber schwierig, wenn man drin steckt. Ne? Und genau. Und wenn man da jetzt hingeht, deswegen, wenn ich jetzt feststelle, ich habe ein Problem mit den Abteilungen, die sprechen nicht miteinander. Weil, jetzt mal gesagt, ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips oder auf die Füße getreten. Ja, wir sind Sales, also ohne uns läuft jetzt hier nichts. Also wir stellen uns in der Wertigkeit vielleicht höher als alle anderen. Ja, weil wir machen ja den Umsatz. Ne? Oder das Marketing sagt, ja, wenn wir nicht so ein mega Branding machen würden, also ne, schätze ich mich höher ein, bin ich jetzt die coolere Abteilung, die bessere, bin ich wichtiger? Das könnte dann auf ein Wertethema hinarbeiten. Oder ja, wir sind jetzt die akademische Abteilung und die aus der Werkstatt oder sowas. Ja, das ist, ne, dass ich da, das sind auch Wertigkeiten, die sich zeigen. Das könnte einmal ein Thema sein. Oder die sprechen einfach nicht miteinander. Also ich habe es dann einfach häufig erlebt, dass A ist die Frage, wie gut arbeitet die Führung zusammen? Wenn die Führung in Silos denkt, wird es schwierig, dass die Menschen dahinter oder darunter, wie man es ausdrücken möchte, gut zusammenarbeiten. Ja, es gibt natürlich den Satz, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, aber es ist immer ein bisschen vielfältiger, es ist nicht immer so leicht zu sagen, so ist es jetzt, aber da mal hinzugucken, wie ist es denn von der Führung her gesehen oder wie wäre denn der eigentliche Prozess, ach, eigentlich läuft das, sagen wir mal, der Lead aus dem Marketing, der Sales bearbeitet das, der Kunde bekommt seine Leistung, dann kriegt er aus der Administration die Rechnung und idealerweise endet es, wenn das Geld eingeht. Das ist ein Prozess, der eigentlich ineinander greift, aber geht vielleicht durch drei Abteilungen. Und wenn ich dann an den Schnittstellen Silos habe oder da gehen die Türen zu, wird es ganz, ganz holperig. Und das baden die Personen aus. Ich würde sagen, noch die an der Schnittstelle am nächsten dran sind. Und dann schiebt man das zu, ja, die machen das nicht ordentlich. Ja, aber die geben mir ja auch die Infos nicht. Ja, dann sprech doch mal mit denen. Aber man Und dann, was ich dann häufig erlebe, ist, man bleibt auf so einer Argumentationsbasis. Ja, die verstehen mich nicht. Aber es den richtigen Deep Dive. Und ich habe es dann auch oft erlebt, dann werden die Leute eingeladen und sagen, was ist denn aus deiner Sicht, das hatte ich noch vor nicht allzu langer Zeit, ein Meeting zum Beispiel mit Administration und Vertrieb, weil die Übergaben von der Bestellung nicht so eindeutig ist. Und dann erstmal abzufragen, jeden Einzelnen, wie ist deine Sicht auf das Problem? Ja, und aus diesen Einzelsichten lässt sich nachher ein Bild zeichnen. Gerade wenn man nicht Teil des Systems ist, sondern so von außen aus guckt. Das kann ja auch jemand aus dem Unternehmen sein, der aber nicht involviert ist,
in dem Problem, also weder in der einen noch in der anderen Abteilung. Und dann wirklich mal zu hören, wie ist das Problem aus deiner Sicht und was brauchst du, damit du deine Aufgaben gut erfüllen kannst. Und das wissen die Menschen im Unternehmen meistens sehr, sehr gut, was sie brauchen. Oder anders gefragt, was hält dich auf, deine Aufgaben zu erfüllen? Also deine Arbeitsergebnisse oder das, was du machst, gut zu leisten und auch die entsprechenden Ergebnisse zu erbringen. Was sind deine Stolpersteine im Prozess oder in deinen Aufgaben, ja, dies entsprechend umzusetzen? Und wenn man da vertrauensvoll reingeht und auch einen vertrauensvollen Rahmen schafft, indem man sagt, so, das muss immer zum Unternehmen passen, aber zu sagen, okay, wir wollen das Problem jetzt gemeinsam lösen, ja, auch eine Vision aufzeigen. Wir wollen es ideal gemeinsam lösen. Wie ist es aus deiner Sicht, aus deiner Sicht? Und sich dann wirklich mal zuhören. Die meisten hören sich gar nicht mehr zu, sondern sie reden und hoffen, ja, ich habe es ihm jetzt dreimal erklärt, muss er doch verstehen. Aber manchmal versteht man gar nicht, dass die einen von Äpfel sprechen, weil sie immer Äpfel mit Äpfeln arbeiten, die anderen hören aber nur Birne oder sprechen von Birnen. Also da wirklich die Kommunikation zu synchronisieren. Ja, dass man der eine auf dieser Frequenz und der andere spricht auf dieser Frequenz und naja, hat mich überhaupt nicht verstanden. Und dann erlebe ich es eben häufig, dass einer sagt, boah, das hätten wir echt viel eher machen sollen. Ja, stimmt. Aber irgendwann wird dieses Silo oder die Mauer immer höher oder der Graben immer größer. Mhm. Dann schreibt man sich nur noch E-Mails und hofft, dass es irgendwer erledigt. Das Gespräch fehlt dann. Und da erlebe ich es auch, da muss jemand kommen und die Kommunikation, die Brücke schlagen. Mhm. Ja, wie ein Brückenbauer. Und zu sagen, hey, lass uns doch mal zusammensetzen. Und da rede ich jetzt nicht über langatmige Meetings, aus denen nichts rauskommt. Ja, da würde ich immer sagen, ich habe das zum Beispiel dann so gemacht, erstmal, ich weiß noch nicht, ich kenne nicht genau den Sachverhalt, also lade ich erstmal die ein, die in diesem Prozess arbeiten und dann am Ende zu fragen, okay, wir wollen das jetzt gemeinsam umsetzen, wer aus jeder Abteilung ist der Ansprechpartner und trägt das dann in die eigene Abteilung wieder rein und dann sitzt man schnell zu zweit oder zu dritt und dann on point. Guck mal, und das, für mich geht es vorrangig auch um den Perspektivwechsel, ja. Komm mal auf meine Seite, weil bei mir ist das und das die Herausforderung. Ich komme mal auf deine Seite. Und es ist nicht so komplex und so groß, wie es jetzt klingen mag. Es ist eigentlich einfach. Ja, das ist, aber ja. Okay. Genau. Ja, großartig. Danke auf jeden Fall zum Überblick zu den Dimensionen. Weil wir hatten ja einmal die Sachebene, dann die Beziehungsebene, dann die Werteebene und dann waren ja, glaube ich, noch zwei. Deswegen sorry, wenn ich es vergessen habe, das war ein bisschen viel so schnell gesagt. Aber das heißt, und bitte korrigiere mich, falls ich es falsch kapiert habe, gell? Aber das heißt eben in der Mediation, wenn man Konflikte eben lösen möchte, ist es halt wichtig, Punkt Nummer eins, erst einmal einen Überblick zu schaffen, in welcher Dimension ist denn der Konflikt überhaupt, ja, dann die zwei Parteien zum Beispiel zusammenzusetzen und dann eben den beiden Parteien einfach, wie soll ich sagen, aufzuzeigen, wo wer steht, ja, also in welcher Dimension, damit beide einfach ein besseres Verständnis füreinander haben. Ist es richtig oder ist es falsch? Ergänz das bitte, ja. Ja, also es ist so, ich jetzt als Mediatorin, ich zeichne mir wirklich eine Konfliktanalyse. Und in der Mediation ist es so, dass ich mir die ganze Komplexität zeichne. Da ist das Unternehmen, das eine eigene Partei ist, egal ob es involviert ist oder nicht. Dann die beteiligten Personen und gibt es da drumherum noch welche, die Einfluss nehmen. Wenn man sagt, okay, die beiden sind sehr enge und der spricht viel mit dem, um einfach die ganze Komplexität abzubilden und dann zu gucken, wer hat mit wem welchen Konflikt, haben wir ein Wertethema? Es gibt eigentlich auch keine Kulturkonflikte, sondern entweder wird die Kultur als Grund benannt, aber es ist dann vielleicht eher ein Wertekonflikt. Und dass ich das für mich aufzeichne, über welche sprechen, weil ich will die Menschen ja nicht mit Theorie oder mit Methodik überschütten, das ist nicht das Thema, sondern das ist das, was ich für mich mache. Es kann sein, dass ich das aufzeige, Mensch, gucken Sie mal,
Das so ist so meine Sicht. Wie sehen Sie das denn so? Aber eigentlich gehe ich eher mit den Personen ins Gespräch und lade auch nur die ein, die betroffen sind, die dazugehören. Je weniger Mensch und Problem, desto besser. Ja, es muss sich ja keiner in so einer Sitzung rumlangweilen und sagen, ich weiß auch gerade nicht, eigentlich habe ich damit nichts zu tun. Okay, dann nicht, ne? Also nicht unnötig jemanden mit reinnehmen. Und ich hatte ja auch schon gesagt, Konfliktmanagement soll auch produktiv sein und effizient. Also da nicht 8 Meetings, sondern ein Workshop. 4 Stunden und wenn es mal komplex ist, vielleicht ein Tagesworkshop. Gedanklich noch einen halben Tag im Hinterkopf behalten, je nachdem, was sich zeigt. Aber dann sollte es auch ja durch sein. Ne? Es ist nicht so ein Riesenprojekt. Und dann einfach, jeder spricht aus seiner Sicht, weil wir alle, egal ob jetzt privat oder im Unternehmen, wir haben unsere eigene Wahrheit und die ist richtig. Ich kann nicht sagen, ja, also nee, es kann nicht sein, ich habe das anders wahrgenommen, ich bin richtig und du hast das irgendwie falsch gesehen. Darüber kann man auch schnell streiten. Oder die Suche nach Schuldigen, die nichts bringt. Ja, da kann ich mir die Frage stellen, okay, du bist jetzt schuld und was habe ich jetzt? Habe ich auch nichts gewonnen. Also lass uns doch lieber auf die Problemlösung gucken, ne? Außer dass ich mich natürlich damit schön entlasten kann, weil puh, wenn es jemand anders Ich war, weiß, dann. was du meinst. Dann bin ich fein raus und muss auch vielleicht nicht unbedingt da in die Verantwortung. Da geht es für mich, Verantwortung übernehmen und auch Eigenverantwortung. Ja. Und deswegen ist es auch so, dann sich beide, alle Seiten anzuhören und dann gehe ich natürlich rein und stelle wenige Fragen, aber erstmal zu wiederholen, was ich verstanden habe. Habe ich wirklich das genauso verstanden, wie diese Person das auch meinte? Weil Sender, Empfänger, ne, ist ja auch nochmal was und wiederhole das und frage, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig wiedergegeben? Bis ich das Ja habe, dann okay, dann. Und dann wird die andere Person gefragt und dann kristallisiert sich ja auch raus, was ist hier eigentlich unser Thema heute? Und das Thema erkenne ich in der Regel daran, dass die Menschen sofort wissen, also wir haben ganz klar ein Thema, wir wissen überhaupt nicht, was wir hier machen sollen. Das wäre dann das strukturelle Rollen. Oder wenn es nicht direkt klar ist, die meisten wissen gar nicht, ja, ich weiß nicht, oder es werden Themen benannt, die eigentlich kein Thema sind. Zum Beispiel, ja, Kommunikation ist ein Riesenproblem hier. Es ist aber in sich kein Thema. Das Thema ist, der eine hat die Position A und verteidigt sie mit seinen Argumenten und der andere hat die Position B und verteidigt sie mit seinen Argumenten, also den Gegenargumenten. Und dadurch, dass ich eigentlich einen Widerspruch habe, das ist mein Thema. Wo habe ich den Widerspruch im Unternehmen? Also ich bin ja der Meinung, das ist ganz klassisch eine Sales-Aufgabe. Da haben wir im Marketing gar nichts mit zu tun. Das müsst ihr uns liefern. Nee, nee, also ich habe das so verstanden, dass ihr das macht. Ja? Also so eine Verantwortungsschieberei. Und dadurch, und wenn man sich dann auch zuhört und das dann auch mal für sich aufbröselt, hat man zwei Effekte. Das eine ist, das Thema wird verständlich und auf einmal verstehe ich auch dich und deine Sicht. Aber das andere ist, das ist so dass der Eingang, wir sprechen wirklich mal drüber. Und das ist auch etwas, was ich zum Teil des Öfteren in Vorgesprächen, ich mache ja immer Vorgespräche mit Kunden auch, höre, dass die sagen, Mensch, sag mal, haben wir da schon mal so intensiv drüber gesprochen wie jetzt? Nee, so noch nicht. Ja, also das, und dann passiert es aus irgendwelchen Gründen nicht. Man bleibt dann so in seiner Gruppe und denkt, ja, die anderen haben es nicht ganz verstanden, das müssen wir ihnen nochmal erklären. Oder, boah, ich glaube, die wollen das nicht. Aber damit mache ich mir Bilder im Kopf, die nicht unbedingt der Realität entsprechen, weil ich den anderen gar nicht frage. Genau. Und je Krass, mehr ja. Bilder ich im Kopf habe, desto mehr werde ich in der Realität Bestätigung dafür finden, dass ich richtig bin mit meinem Bild. Ja, Resonanzprinzip, ich weiß, was du Ja. meinst, ja. Wie das Spiel mit dem roten Auto oder so. Und Ja. plötzlich siehst du überall rote Autos, ja. Ja, genau so ist Also, ich es. weiß, was du meinst, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sehr, wie soll ich sagen, interessant, spannend und vielschichtig und vor allem wichtig, weil ja, wir Menschen, wir interagieren halt ständig miteinander und da ist halt ganz gut. Ich finde halt, wenn wir so grundsätzlich ein besseres Verständnis überhaupt über das Thema Konflikt haben, ja, weil wir haben alle irgendwann irgendwo einen Konflikt, aber was wirklich ein Konflikt ist und wie wir ihn auflösen können, das ist ja wieder dann eine andere Thematik, die halt wirklich praktisch ist, weil man zumindest eins, zwei, drei Tools an der Hand hat, ja, um das aufzulösen. Deswegen ist jetzt meine Frage, meine nächste Frage an dich, liebe Cornelia, wenn wir jetzt nochmal runterbrechen, wirklich im Kleinen, was jetzt nicht so wild ist, ja, aber angenommen mal, die Susi, die arbeitet in einem Office, ja, und hat jetzt einen Mini-Konflikt mit der Michelle, ja, und die in der gleichen Abteilung arbeitet, weil die Michelle, keine Ahnung, ihr den Kuli geklaut hat, ja, und das war halt der Lieblingskuli eben von ihr. Wie löst sie das auf, ja? Also es ist jetzt wirklich eine Babysache, ja, jetzt nicht so wild, aber dann steht halt ein Konflikt, weil der eine hat dem anderen was weggenommen. Wie löst man das? Weil Kindergarten gibt es leider auch in Firmen, ja, also ist ja nicht so. Ja. Was ich einmal kurz noch vorwegnehmen möchte, ein Konflikt, der wird immer so, oh, nee, sowas haben wir nicht. Ja, sowas Ekliges haben wir nicht. So, ach, das ist ja unangenehm. Nein, der Konflikt ist nur ein Symptom. Jeder. Ja, und es ist eigentlich Ja. nur, dass irgendwas sagt, hey, sorry, guck mal hin, da soll was geändert werden. Das ist normal. Also, wer keine Konflikte hat, ja, macht dann eher die Augen zu. Und das Konflikte sind super Richtig. gut, weil das ist eigentlich, wir gucken mal, was wollen wir verbessern? Was müssen wir nächstes Jahr besser machen? Ja, guck da, wo die Spannungen sind, weil da die sagen, hey, guck mal hier, da ist Luft zum Verbessern. So, Susi und Michelle hat jetzt den Eindruck, dass die Susi ihr den Kugelschreiber gemopst hat. Das Einfachste ist, Ja, es zum anzusprechen. Beispiel. Ja, das Einfachste ist, es anzusprechen. Aber jetzt gehe ich schon so länger mit dem Gedanken und so über die Zeit wird das ja auch größer, wenn ich es nicht anspreche. Und jetzt finde ich auch die Susi jetzt eigentlich schon ein bisschen doof und ich sehe noch mehr Dinge an ihr, die ich nicht mag. Und ich habe auch das Gefühl, zwischen uns baut sich immer mehr auf, weil wir es ja auch nicht ansprechen. Und wahrscheinlich klaut die mir auch immer die Schokolade aus dem Wagen oder aus meinem Caddy oder so. Ja, Und jetzt war paranoid. Ja. mein Joghurt aus dem Kühlschrank. Und wenn ich es nicht anspreche, wird es größer werden. Und was eigentlich leicht ist, ich weiß, es ist unangenehm zu sagen, uah, spreche ich das jetzt an? Aber warum ist es denn jetzt unangenehm? Wenn ich doch das Gefühl habe, mir nimmt jemand was weg, warum ist es dann für mich unangenehm? Und das Leichteste wäre zu sagen, Mensch, Susi, ich habe irgendwie das Gefühl, zwischen uns steht was. Sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ja, dann wird Susi nicht sagen, nö. Warum, ne? Oder wenn sie das dann sagt, dann würde ich sagen, okay, ist irgendwas? Also auch ruhig mal die Frage stellen. Und was ich sehr unverbindlich finde, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ist zwischen uns. Ich hatte letzte Mal den Eindruck, ja, und jetzt nicht, das kennen wir alle, das steht in jedem Ratgeber nicht mit du, sondern über Ich-Botschaften, aber auch einfach bei sich zu bleiben. Ja, bei sich zu bleiben. Wir haben ja häufig auch das Problem, dass der andere etwas bei uns auslöst. Also wenn sie jetzt wirklich meinen Kugelschreiber gemopst hat, dann würde ich sagen mal, Susi, kann das sein, dass du dir meinen Kugelschreiber genommen hast? Ich muss ja nicht sagen, sie hat es geklaut. Das wäre ja direkt ein Vorwurf. Und die hat gesagt, ja, der lag da. Weil vielleicht ist sie so ein Typ, aber ich darf mir genauso ihren einfach wegnehmen, weil sie sagt, ich teile gern. Meins ist deins. Ne? Also da wären wir wieder, vielleicht hat sie da ein Thema, dass sie sagt, also bei mir ist das, bei uns zu Hause ist das so, allen gehört alles. Es gibt nicht so deins und meins. Jetzt bin ich aber vielleicht in so einer WG, wo alles weggefuttert wird und bei mir im Kühlschrank wird alles beschriftet. Dann nimmt man nicht einfach was weg. Vielleicht bin ich da auch anders geprägt oder aufgestellt und sage, nee, also ich mag das jetzt nicht so, wenn jeder so mit. Und den hat mir meine Oma geschenkt und das ist so ein besonderer und das wäre mir schon sehr wichtig. Kannst du das verstehen? Ja, okay. Dann sollte es eigentlich schnell gelöst sein. Wenn da jetzt wirklich ein Diebstahl hinter steckt, okay, dann wären wir jetzt natürlich nochmal auf anderer Ebene, aber das einfach kann sein, ne? Andere Hausnummern. Eine andere Hausnummer. Aber auch sonst ist es natürlich so, die andere Person löst bei mir was aus und in der Regel ein schlechtes Gefühl.
Ja, die kommt rein, ich fühle mich jetzt, oh, das finde ich jetzt unangenehm, dass die neben mir sitzt. Und also so die Bilder auch oder die Konflikte, die entstehen. Oder oh, jetzt soll ich bin im Sales, jetzt soll ich zum Marketing, die sind ja eh so komisch. Und dann suche ich natürlich auch oft die Verantwortung beim anderen, obwohl ich ja das Gefühl habe. Der löst bei mir etwas aus und ich habe ein schlechtes Gefühl. Aber anstatt zu sagen, ja komm, es ist jetzt mein Innenleben und meine Welt, ich übernehme dafür die Verantwortung, suche ich das eher beim anderen. Oder ich finde, beim Straßenverkehr kann man es schön sehen. Ich fühle mich von jemandem geschnitten im Straßenverkehr, der hat es aber gar nicht so gemeint, der ist vielleicht einem Ball ausgewichen, aber ich werde erstmal hupen, ja, weil das macht mich so wütend. Also muss ich erstmal meine Wut an dem rauslassen und der versteht es vielleicht gar nicht. Aber sich vielleicht mal zu fragen, warum werde ich jetzt so wütend? Oder warum fühle ich mich so unwohl, wenn diese Person reinkommt? Ja, und da der Spur hinterher zu gehen, dann komme ich natürlich auch mehr zu mir und zu meiner eigenen Verantwortung. Ja. Würdest du es so machen mit Ja, Situationen? richtig gut, richtig. Ja, also ich finde es ganz gut und du hast echt wichtige Punkte erwähnt, wie Punkt 1, das so schnell wie möglich anzusprechen, weil sonst aus dem Kuli wird eine Tasse, aus Tasse wird Essen, aus Essen wird vielleicht die Geschäftskasse und dann bauscht sich das so krass auf, dass was so krasse Probleme verursacht oder hat, ja, die nicht notwendig sind, weil wer da total paranoid ist. Deswegen bitte gleich ansprechen, ja. Also weil dieses Bild, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Aber ja, du hast recht, ganz, ganz wichtig. Und eben, dass man das anspricht und eben den Konflikt halt auch wirklich versucht halt zu klären, um einfach das Wertekonstrukt, wie in dem Fall zum Beispiel, zu erklären. Weil du hast echt was Wichtiges gesagt, ja, weil bevor ich eben zur Weltreise aufgebrochen bin, war ich ja jahrelang in WGs, ja, in unterschiedlichen WGs mit Größe und Geschlechtern und so weiter und so fort. Und da gab es halt wirklich WGs, wo es wirklich so war, allen gehört alles, ja, war ich voll cool damit, weil wir haben ja alles in die Haushaltskasse geschmissen und gut ist, ja. Und dann gab es aber WGs, da hast du gerade dein Klopapier selber in dein Zimmer räumen müssen und das immer mitnehmen müssen ins Klo, weil nichts geteilt worden ist. Also ich habe beide Sparten erlebt und alles dazwischen, ohne Witz. Aber ich sehe, dadurch, dass ich ja eh also ziemlich anpassungsfähig bin, ja, und solange keiner gemeint zu mir ist, ist alles cool, ja, hat es mich nicht gestört. Aber ich fand es schon spannend, einfach zu erfahren, in den 8 Jahren ungefähr, wo ich in WGs gelebt habe, wie unterschiedlich Menschen sein können, ja. Und das war halt echt krass, ja. Ja, deswegen, ich weiß, was du meinst, aber ohne Witz, das mit dem Klopapier war das Krasseste. Wirklich. Aber das Ja, war aber wenn das klar ist und alle sagen, ja, ich bin da fein mit, ich kann es auch anders, aber ja, ich kann damit umgehen, dann ist es fein. Aber wenn einer immer es im Zimmer versteckt, aber dann gleichzeitig das Klopapier alle anderen aufbraucht und die finden es jetzt nicht so cool, dann muss man es einfach ansprechen. Ja, und auch ohne Richtig, damit genau, böse zu ja. sein, sondern zu sagen, ich finde es jetzt einfach nicht so gut. Ja, und dann ist man fein. Und das ist ja auch ein total, erstmal hast du ja schon sehr, sehr viele Kulturen dadurch kennengelernt, ganz unterschiedliche. Ja, auch Und Nationalitäten und so, ja. ja, und wenn ich nicht weiß, wie das bei dem anderen ist, dann darf ich einfach auch mal fragen und sagen, weißt du, ich bin da jetzt gerade unsicher, wenn wir jetzt auch wieder bei unterschiedlichen Kulturen sind oder wir haben ja auch unterschiedliche Religionen, die zusammenarbeiten. Ne? Also Muslime mit Christen und Zeugen Jehovas, ja, also das ist ja dann in der Regel so im Arbeitsleben jetzt vielleicht gar nicht so ein großes Thema. Aber wenn jetzt eine Unternehmung eine Weihnachtsfeier macht, kann die Weihnachtsfeier heißen oder wird es ein Winterfest, ein Sommerfest? Ja, also wie werde ich den Menschen gerecht, dass die sich auch abgeholt fühlen? Ne? Und das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, die sind unbedacht, aber das macht keiner normalerweise niemand aus Boshaftigkeit, aber dann kann man mal darauf hinweisen, sagen, oh, das fand ich jetzt nicht so cool, könnt ihr das nicht vielleicht anders machen? Oder einfach neugierig sein und fragen wie ein Kind. Ja, erzähl mir was aus deiner Kultur. Gibt es was, was ich beachten soll? Oder mal teilhaben an anderen? Weil die Frage ist doch, wenn wir uns mögen und wenn wir uns sympathisch sind, kriegen wir doch alles
jede Kuh vom Eis. Und dann können wir sagen, ey, komm, das fand ich jetzt nicht so gut oder mir ist das total wichtig, dass ich, keine Ahnung, ich brauche mittags eine halbe Stunde, weil ich bete. Ja, okay, ja, dann kann ich sagen, ja, ich kann das akzeptieren. Ich muss es jetzt nicht machen, weil es für mich jetzt nicht relevant ist, aber wenn du das brauchst, ist okay. Warum können wir nicht einfach drüber sprechen? Und das ist das, was es dann einfach auslöst, ohne dass ich jemanden beschädigen muss oder dass mir das jetzt peinlich ist. Und, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt echt frage. Also ich glaube, mit ehrlicher Neugier jemandem gegenüberzutreten und zu sagen, das interessiert mich jetzt, oder eine Transkultur daraus zu machen, zu sagen, wir haben zwei Kulturen, lass uns einfach aus beiden das Beste rausnehmen. Ja, wir pixen uns jetzt die Rosinchen raus. Oder auch beides nebeneinander stehen lassen zu können. Ja, das ist eigentlich gut. Ein ganz guter Weg. Ja, ja. Eine Sache möchte ich da kurz reinwerfen. Wir werden nicht lange bei dem Thema bleiben, aber ich halte es halt ganz, ganz für wichtig, weil wir haben ja gerade Ramadan zum Beispiel, ja. Und viele Menschen fasten, und da denke ich halt schon, dass es halt wichtig ist, ein bisschen mehr Verständnis zu haben, dass halt die Menschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht so krass leistungsfähig sind, ja. Weil wenn es den ganzen Tag nichts isst, ja, weil du halt fastest, ist es halt was anderes. Weil ich zum Beispiel faste auch immer wieder, zwar nicht wegen Ramadan, aber eben doch, deswegen habe ich da auch ein besseres Verständnis vielleicht ein bisschen dafür, aber so einfach ein grundlegendes Verständnis, ja, dass man das einfach hat, weil der Arbeitsalltag ist dann halt ein bisschen anders und ja, dass man da ein bisschen hinschaut, weil es tut ja nicht weh, weil es ist ja der andere, der fastet, nicht du fastest, der andere, genau. Deswegen gibt es ja nichts zum Diskutieren oder keine Ahnung, Konflikt oder so, also alles ganz entspannt sehen, ja. Ja, genau. Und da einfach, aber es war mir wichtig zu erwähnen einfach. Ja, und ich kenne ja auch einige, die fasten und einfach, und wenn es jetzt im Arbeitsleben ist, kann man ja auch fragen, ist irgendwas, sollen wir irgendwas berücksichtigen, brauchst du irgendwas, oder vielleicht möchte der andere auch gar nicht, dass es so hochgehangen wird, oder sagt, ja super, mir wird es helfen, wenn ich weiß es jetzt nicht, aber eine Pause machen kann, oder wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen müde bin, aber wir dürfen es auch nicht unterstellen. Ja, ich kenne auch mehrere, die fasten und die sagen, ich komme super klar. Ich habe auch mehrfach versucht zu fasten und ich denke die ganze Zeit ans Essen. Ja, also das ist jetzt nicht so meins. Oder, naja, das würden andere nicht mehr als fasten, wenn ich dann viel Obst esse oder so. Aber dann einfach zu sagen, brauchst du was, und sich da offen zu halten, ich muss nicht von mir auf andere schließen, zu sagen, ja, also für mich wäre das ja überhaupt gar nichts, und das. Nein, aber wir dürfen uns doch so sein lassen, wie wir sind. Ja, wir wollen ja auch alle so gesehen werden, wie wir sind, und wollen nicht, dass andere von uns erwarten, dass wir uns verbiegen. Ja, und je authentischer wir uns geben, desto auch besser für das Unternehmen und das Zusammenarbeiten. Weil Authentizität ist ja auch so ein Buzzword, was viel gefordert wird. Aber dabei, uns selbst zu bleiben und für uns selbst zu sprechen, ist da, glaube ich, am besten, wenn es aber auch die Akzeptanz findet, dass es gewünscht ist. Ne? Dass man nicht sagt, nee, also hier wollen wir es nicht. Ne? Unternehmen, das ist auch erlaubt, die als, ist, hätte ich eher gesagt. Ja, oder Unternehmen, die dann sagen, wir haben ein tolles Wertesystem, wir wollen Klarheit und Offenheit, aber wenn jemand sagt, ey, das Projekt, das läuft jetzt gerade total schräg, ich glaube, das scheitert, das darf es jetzt noch nicht sein. Ja, also eigentlich das Gegenteil zu machen. Ne? Wenn ich mir schon Werte an die Wand schreibe, bitte überlegen, ist das das Unternehmen? Weil das Unternehmen hat automatisch, ob ich die an die Wand schreibe oder nicht, hat ein Wertesystem, welches auch immer. Ne? Und wenn ich mir als Unternehmer oder Geschäftsführung, kann ich zum Beispiel aus dem, was das Unternehmen ist und wofür es steht, in Zusammenarbeit mit den Menschen, wie seht ihr das Unternehmen, warum arbeitet ihr hier eigentlich, warum kaufen unsere Kunden unsere Produkte, wenn ich mir diese Frage mal stelle und das ehrlich nehme, dann habe ich mein USP. Da habe ich nichts ausdenken. Ja. Ja, da sagst du, also. Bitte. Entschuldigung, es war gerade zeitverzögernd, deswegen tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. Aber was ich dazu reinwerfen wollte, ist, weil das ist echt ein spannendes Thema, und das mache ich auch nur ganz kurz, ja, aber im Kontext Employer Branding,
ja, die immer ihre Werte kommunizieren und auf die Webseite packen, die nicht stimmen, haben intern wirklich ein viel größeres Problem, als es ihnen klar ist, ja, weil wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Pinkwashing oder so betrieben wird, ja, wie wir fördern Frauen und keine Ahnung was, ja, und im Unternehmen passiert das nicht, werden die Mitarbeiter im Unternehmen innerlich, vielleicht sogar äußerlich, aber innerlich wirklich sauer und gerade ich habe das wirklich in echt erlebt, als ich ganz normale Angestellte war, ja, die werden wirklich wütend und sauer und denken sich so, was soll der Blödsinn? Ich bin hier, ich bin eine Frau, ich werde alle drehen, ich werde dauernd übergangen und so weiter und so fort und die reden jetzt da von Female Empowerment und keine Ahnung was. Das ist ein reales Problem, ja. Und das Ding ist, dass Unternehmen, nicht nur, dass sie sauer werden, nehmen sich dadurch halt auch ganz, ganz viel Potenzial, ja. Weil die Frauen, die zum Beispiel mit dem Unternehmen arbeiten, würden niemals eine Frau zum Beispiel empfehlen, reinzuholen, eben mit dem Gedanken, hey, hier kann man aufsteigen, wenn sie eh wissen, hier bin ich nichts wert, jetzt um es hart auszudrücken. Ja? Ja, also deswegen, als auch die Arbeitsleistung selber, die sind ja auch dadurch, weil man total sauer ist aufs Unternehmen. Deswegen kein Blödsinn erzählen da draußen. Ja, also die Wahrheit kommt sowieso auch raus. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Aber, und jetzt noch die Quizfrage. Was ist das für ein Konflikt? Ein systemischer. Oh, gut, ein Wertekonflikt, hätte ich gesagt. Aber ja, und weil es jetzt auf das Unternehmen bezogen ist, der Wertekonflikt an sich ist ja das Individuum, ne? Sachbeziehung, Wert. Und auf das Unternehmen, auf die Gruppe bezogen, ist es ein systemischer Konflikt. Das ist genau, du hast jetzt eigentlich das perfekte Beispiel geliefert, um zu verstehen, was ist ein systemischer Konflikt. Also bitte, ich habe es auch mal erlebt, dass jemand reinkommt und sagt, und eins sage ich Ihnen, die ganzen Werte, die an der Wand stehen, dir davon stimmt nichts. Das heißt nicht, dass es so ist. Für die Person ist es dann vielleicht, ja, das würde ich jetzt auch nicht so leichtfertig annehmen und sagen, oh, das ist aber spannend, sondern da bedarf es schon mehr Deep Dive und da muss sich das Bild formt sich sowieso. Ja, das Film formt, aber die Unternehmen, die sagen, boah, ja, so ein Wertesystem brauchen wir auch, ist jetzt gerade, alle kommen hier mit Werte und tralala, das Unternehmen hat Werte. Das ist das, wofür die Menschen kommen und das ist das, wofür die Kunden oder weshalb die Kunden kaufen. Und sich die Mühe machen und dem nachgehen, dann brauche ich keine Marketingagentur, die mir einen coolen, ja, vielleicht Slogan noch, aber der Slogan, der mich dann widerspiegelt, aber nicht so sagen, boah, wir wollen irgendwas sein oder was darstellen, aber wenn du bei uns reinkommst, dann, und das ist es genau, wie hoch ist die Wiederempfehlungs- oder die Empfehlungsrate von den Mitarbeitenden, ja. Ist ja auch ein tolles Recruiting, eine tolle Recruiting-Möglichkeit, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter werben eben potenzielle neue Kolleginnen und Kollegen, also das, ja, und da schließt sich wieder der Kreis und wenn man da drin bleibt dann und da so drauf guckt, dann wird es schnell logisch, was erstmal komplex wirkt, genau, ja. Richtig, richtig. So, und jetzt habe ich noch eine letzte Special-Frage, ja, wie du damit umgehen würdest oder welchen Tipp du gibst. Ja, es ist wirklich special und ich bin so happy, dass mir das noch eingefallen ist. Und zwar, ich war mal in einem Unternehmen und dann hatte ich da einen Konflikt. Ja, ich war in einem Team, das war ein größeres Team und die eine Hälfte war für mich, also von meinem Gefühl, von meinem Wertesystem, super cool. Ja, mit denen habe ich immer abgehandelt, habe mal Kaffee trinken, Mittagessen etc. Die andere Hälfte war irgendwie nicht so cool. Ja? Ja. Und dann hatten wir irgendwie, also ich hatte zuerst mit einer einen Konflikt und die eine hat dann noch zwei weitere mitgenommen, dann hatte ich mit drei einen Konflikt und jetzt kommt's, irgendwas ist passiert und ich weiß aber nicht was. Ja, es gibt immer die Blackbox, ja, das ist der Ort, wo die Sachen sind, die man nicht weiß. Ja. Und irgendwas ist passiert, dass von einem Tag auf den anderen, Achtung, diese drei Mädels, Frauen, ja, plötzlich scheißfreundlich waren. Ja, um es in meinen Worten auszudrücken. Aber diese falsche Freundlichkeit, weißt du, dieses, die grinsen dir ins Gesicht, sagen dir guten Morgen, fragen dich, wie es dir geht und du ganz genau weißt, dass sie nicht so sind. Ja, dass sie nicht freundlich sind, keine guten Menschen sind, weil du es halt die Monate davor erlebt hast. Ja? Ja. Und von einem Tag auf den anderen ist das passiert.
Ich habe die Welt zwar nicht verstanden, ja, und habe aber meinen Job weitergemacht, habe mich auf die konzentriert, die ich gemacht habe, ja, aber die haben nicht aufgehört. Und das hat mich innerlich so sauer gemacht. Irgendwann bin ich dann eh gegangen, aber kannst du nachvollziehen, was da abgegangen ist, wieso das so war? Also, weil wirklich innen drin hat mich diese falsche Freundlichkeit so aggressiv gemacht, ja. Wirklich war so sauer jedes Mal, ja. Aber ich habe es einfach gut sein lassen und dann bin ich eh irgendwann gegangen. Aber sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ja, weil wenn ich eh weiß, wie die sind, ja, und dann tun sie auf einmal so, boah, Ja, boah, das ist ja genauso ja. das. Wahrscheinlich würde das dann auch, ich weiß es nicht, ist deine, würdest du Ehrlichkeit und Authentizität zu deinen Werten zählen? Also Ja, ist das etwas, sicher. ja, und wenn jetzt jemand genau das Gegenteil macht, springt es bei dir vielleicht noch eher an. Ein anderer würde vielleicht sagen, ja, pf, die sind halt so, juckt mich nicht. Ich habe ja meine Buddies hier, ne? Das kann natürlich das eine sein. Warum die jetzt so zu dir waren, man weiß es nicht. Da hätte ich die, ne, hast du sie je angesprochen? Hast du sie je angesprochen? Also als sich das schon mit der einzelnen Person abgezeichnet hat, zu sagen, ich habe irgendwie den Eindruck, zwischen uns steht was. Weil das ist so vielfältig, da kann so viel hinterstecken. Vielleicht hat sie das Gefühl, du wirst bevorzugt. Oder irgendwie kriegst du immer die besseren Aufgaben. Das muss nicht so sein, weil wir glauben ja oft, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Ja. Ja? Ist es aber nicht. Nicht immer, ne? Und auch das, was wir, wenn wir zu lange in einem Unternehmen sind, sagen wir, das nervt, das nervt, ich muss echt mal woanders hin. Und dann so, oh, ich nehme mich ja, A, nehme ich mich selber mit und vielleicht komme ich wieder mit den gleichen Themen in Kontakt, die erstmal anders aussehen, aber dann sind sie genauso oder schlimmer oder so. Also deswegen hätte ich jetzt gesagt, sprich sie bitte an. Mal so, ich habe den Eindruck, so, wenn wir mal einen Kaffee trinken gehen, auch wenn ich weiß, das ist unangenehm, weil du, wenn du das Gefühl hast, ich mag die nicht oder die mag mich nicht, dann wird das ja auch größer. Warum die jetzt auf einmal diesen Dreh gemacht haben, vielleicht haben sie gemerkt, sie kommen nicht weiter. Vielleicht hat dein Chef gesagt, vielleicht haben sie sich beschwert oder haben gestichelt und irgendeiner hat gesagt, stopp jetzt hier. Das machen wir jetzt mal nicht. Aber es wäre eigentlich, wäre ich jetzt Führungskraft gewesen des Teams und es ist, wäre bei der Führungskraft angekommen, hätte ich jetzt gesagt, also ich habe irgendwie den Eindruck, irgendwas, irgendwie kriegen wir Sand ins Getriebe, wir gehen mal an den Tisch. Was ist denn hier los? Auch eben, das ist auch meine, wäre immer meine Empfehlung an die Führungskraft. Man hat ja auch ein Feeling, ne? Je kälter die Temperatur im Meeting Point oder im Meeting an sich, desto tiefer brodelt's. Ja, wenn es auf einmal genauso in der Mediation alles ist, vielleicht noch erst nett und dann kommt ein Workshop-Termin und auf einmal denkst du, wow, ist das kühl hier. Dann geht's ans Eingemachte. Also das kann natürlich sein, aber wenn es, oder sie hat keine Ahnung, was, weil dann würden wir anfangen, in den Köpfen anderer Menschen zu denken und das können wir nicht. Weil du gehst mit deinem Gedanken, mit deinen Bildern, mit deinen Geschichten in die Köpfe anderer. Das macht die nur, weil ich wurde befördert. Oder das macht die nur, weil die möchte meinen Job. Oder die ist neidisch, dass ich so tolle Freundin und Unternehmer habe. Du würdest aber irgendwas reininterpretieren. Das muss nichts mit der Realität zu tun haben. Und deswegen würde ich, also sagen wir mal, nicht in den Köpfen anderer Menschen denken. Wenn du was wissen willst, frag Ja, einfach. Aber ja. dieses Hirngespinst, also wir bauen so unfassbar viel in unserem Kopf und das macht der nur und mein Chef und so. Vielleicht ist der morgens einfach schlecht aufgestanden. Ja, vielleicht hat er sich morgens Kaffee in die Hose und dann noch der Nachbarhund im Vorgarten gemacht, der hat sich geärgert oder einer hat ihm das Auto gebeult und der kommt den ganzen Tag und guckt brummelig und du denkst, boah, ich glaube, der ist sauer auf mich. Also ich habe ihm die Präsentation doch nicht so gefallen hat. Der ist vielleicht gar nicht bei dir. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas schwebt in der Luft, immer ansprechen, je schneller, desto. Wenn ich das aber, wenn es aber schon so vergeigt ist, dass ich denke, nee, also pff, die Luft zwischen uns ist so dick, dass das, nee, also boah, wenn ich jetzt zu der auf gar keinen Fall, also da würde ich, keine Ahnung, lieber mit der Zahnbürste das Bad putzen, dann würde ich immer sagen, guck, ob ihr eine neutrale Person, die nicht involviert ist, dazu nehmt, ob eine Kollegin, Führungskraft, jemand aus der Personalabteilung oder aus einem anderen Team, wo ihr dann das Gefühl habt, okay, die ist,
die kann das, ja, die ist neutral, kann das auch gut moderieren. Also mein Erleben ist immer in dem Moment, auch manche Dinge lösen sich einfach auf durchs Aussprechen. Weil das blubbert dann nicht mehr im Bauch, sonst so lange blubbert das noch, ne? Und das wird ja, das macht ja Druck. Und puh, ja, und wenn es raus ist, dann ist erstmal besser. Deswegen entlastet ja auch Schreien manchmal, ne? Wenn man so richtig wütend ist, und wenn man dann einmal so richtig meckert, dann ist vielleicht nicht schön, aber dann ist erstmal wieder Luft im Bauch. Und deswegen, so weit muss man es nicht kommen lassen, das kann man, sage ich, da vorher ansprechen. Aber solltest du diese Situation nochmal kommen oder erleben, würde ich immer sagen, du, können wir mal kurz sprechen. Und dann kann man Gleich immer noch gucken, wie ansprechen. das weitergeht. Ja, ja. Genau. Weil man nimmt natürlich auch Richtig gut. seine. Ja, danke, danke. Ist schon mal echt länger her. Ja. Genau, aber bei mir nehmen ja auch selber Erfahrungen mit und die müssen aber nicht stimmen. Ja? Also ich kann ja mal die Erfahrung So, ich gemacht wollte haben. dich. Und das heißt aber nicht, dass es jetzt immer so ist. Das kann jetzt mit der Person ganz anders sein, ne? Genau. Ja, richtig, richtig. Ja, danke. Ich habe mir gedacht, ich spreche das an, weil das war echt krass. Ich schon. Aber das war eine äußerst interessante und sehr, wie soll ich sagen, anstrengende Phase. Wirklich Ja. anstrengend. Aber für mich ja in der Situation, aber wenn du sagst, immer sofort ansprechen. Und dann klappt das schon viel, viel besser. Ja, Ja. großartig, ja, großartig. Liebe Cornelia, wir sind jetzt schon beim Abschluss angelangt. Ja, und alles, was du gesagt hast, war super wichtig, super fancy. Ja, dieses Video wird gespeichert für die Ewigkeit, damit man sich es wieder und wieder und wieder anschauen kann. Aber hast du noch was so zum Abschluss, dass du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne mitgeben möchtest? Kann zu unserem heutigen Thema sein, na, Konfliktmanagement in interkulturellen Teams. Kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen liegt. Ja, was ich mir eigentlich mitgenommen habe, und das bezieht sich schon auf Kultur und interkulturell, was vieles sein kann. Es können ja auch Unternehmenskulturen sein, sagen wir mal Startup, Konzern oder Mittelstand. Es sind nicht die Kulturen, es sind die Menschen, die sich begegnen. Ja, es ist nicht die Kultur, die das die Herausforderung ist, sondern am Ende begegnen sich immer Menschen. Und wenn wir das Gefühl haben, da baut sich was auf, warum können wir nicht darüber reden? Diese Frage sich zu stellen, warum können wir nicht darüber reden, ins Gespräch zu gehen? Das ist so das. Und es gibt auch den schönen Satz von Albert Einstein, der es immer sehr treffend macht. Ja, also das Denken, was ins Problem reinführt, führt uns selten wieder raus. Liebe Cornelia, du warst jetzt sehr abgehackt bei mir. Kannst du das noch einmal wiederholen? Ja, sorry, passiert Internet. Alles Den cool. letzten Satz nur, Noch also einmal, von ja, Anfang. der letzte Satz, das ist ein Zitat von Albert Einstein, das eben besagt, das Denken, was ins Problem reinführt, führt uns selten wieder raus. Ja, also das heißt, wenn wir in einem Konflikt stecken und es ist wirklich schon eskalierter, also jetzt nicht, ich bin jetzt habe ein bisschen Spannung, sondern es ist schon eskalierter, dass wir dann sehr im Problem stecken und sehr viel darin rumkreisen, aber da auszusteigen und dann zu sagen, okay, wir machen es jetzt anders, weil eben du hast es auch sehr, sehr treffend gesagt, wenn ich nicht aussteige und es dann ein Konflikt oder eine Spannung wirklich zum Problem führt, das frisst richtig, richtig Energie. Bis hin in die Vermeidung durch, ich melde mich krank, bevor ich nochmal mit dem in einem Büro sitze. Oder dass, wenn ein Meeting ansteht, wo dann die betreffende Person dabei ist, dann werde ich vielleicht wirklich krank, ne? Weil das ist auch, dann wird mir einfach schlecht oder irgendwas oder der Bus wird verpasst oder so. Genau. Ja.
Na, ich verstehe, was du meinst, ja. Danke auf jeden Fall, dass du bei uns warst. Ja, es war wirklich, wirklich wunderbar. Danke, Cornelia. Danke auch an alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke auch an alle, die das Video nachher schauen. Ihr seid auch großartig. Und wenn ihr mehr wissen wollt, gell, da ist die Cornelia. Folgen, folgen, folgen. Ganz unbedingt, die kennt sich aus. Und auf YouTube findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Und ich sage für heute wieder Baba und bis bald und es war wunderbar. Tschüss. Ich danke dir, Emily.